Aber ihr könnt sicher sein, sobald der erste Hahn hier kräht, wird es der XS-Hahn sein. Boah, wirklich. Samstag, 6. Juni. Wir beide, der Bär und ich, sitzen gerade zum Podcast, wie mittlerweile jeden Samstag. Und seit ein paar Tagen gibt es ja in Sachsen gerade neue Bestimmungen, wo das Veranstaltungsrecht eventuell drunter fällt. Und wie sagte schon mal jemand, wir sind die Ersten, die schreien werden. Genau. Und wir werden jetzt mal ein bisschen philosophieren und ein bisschen schauen im Internet, was das Gesetz da vorgibt oder zumindest in welche Richtung das geht und die nächsten Tage euch wissen lassen, ob das was werden kann. Keine 3 Tage später. Wir haben jetzt glücklicherweise schon bei der Stadt Freital einen Termin beim Rathaus bekommen, um unser Konzept für ein etwas kleineres Treffen vorzustellen. Und da jodeln wir jetzt mal hin. Und sind gute Dinge. Los geht die gute Fahrt. Es sieht wohl ganz gut aus, dass wir die Veranstaltung machen können, aber wir können es natürlich aufgrund dieser Corona-Zeit jetzt nicht ohne die Zusammenarbeit vom Gesundheitsamt machen. Das heißt jetzt natürlich erstmal von uns ein Gesundheitskonzept schreiben. Wie, was, wann, wo, die genauen Abläufe etc. Aber klar, jetzt schon um die 1000 Besucher kommen. Um die 1000 Besucher, das sieht wohl ganz gut aus. Wie gesagt, wir brauchen noch die Zustimmung vom Gesundheitsamt. Und jetzt geht es erstmal die Schreibmaschine schreiben, schreiben, schreiben. So, jetzt haben wir wirklich 3 Tage lang getüftelt und gemacht und haben jetzt ein 3-seitiges Veranstaltungskonzept entwickelt mit einer maximalen Besucherzahl von jeweils 500, was aber dann mit den 500 Fahrern und Beifahrern dann auf die 1000 kommt und das sind verschiedene Zeitzonen und der Bär guckt jetzt gerade noch an Angeboten und das ist halt wirklich krass, weil wir können mit einmal 500, lohnt sich das finanziell vorne und hinten nicht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir jetzt die Preise ein bisschen gedrückt bekommen und also nur mal so zur Info, unser Helium für unseren Gashofballon kostet 1000er, die Bösbühlen für die große Fahne kostet 1,5, die Versicherung 1000er, die BAS-Beschilderung. Also wir haben mal geschaut, wie das so, also wir bräuchten, wenn es schlecht läuft, wahrscheinlich um die, 41, 42 Verkehrsschilder, wovon 3 extra dann geklebt werden müssen. Und Toilettenangebot. Also wir brauchen einen Toilettenwagen plus, laut Gesundheitsamt, wie viele Minuten? Die Reinigung? Alle 15 oder alle 20 Minuten eine Komplettreinigung. Genau, also du brauchst eine fachstudierte Person, die sozusagen alle 20 Minuten die Toilettenräume desinfiziert oder die Bereiche, wo Hände gewaschen werden und so weiter und so fort. Das mit dem Zählerprotokoll und so weiter und so fort. Ah, das müssen wir sehen. Da ist noch keine Absperrung dabei, keine Miete dabei und so weiter und so fort. Und der Bär kostet auch enorm viel Geld. Nee, also wir bringen das jetzt mal hier zu Papier, drucken das aus und der Bär und ich werden dann später zur Stadt fahren. Da gibt es nochmal einen Termin. Das ist dann theoretisch schon der, wo es um die Wurst geht. Und wir wissen jetzt grob Bescheid und und dann geht's ja ab, die Luzi. Heute Tag XS. Tag X. Tag XS. Wieder vom Rathaus. Heute ist großer Entscheidungstag, ob wir die Veranstaltung durchführen dürfen oder nicht. Dieser ganze Aktenordner ist eine Ausarbeitung mit den Konzepten etc. Vorher euch schon gezeigt haben. Also wir haben jetzt ein umfangreiches Konzept. Wir haben jetzt sozusagen mit der Stadt zusammen und mit dem Gesundheitsamt alles in die Wege geleitet und hoffen jetzt, dass wir jetzt... Und wir wissen auch, dass wir, wenn es gut läuft, heute schon direkt unser Okay bekommen. Also drückt die Daumen. Drücken. So, Termin war erfolgreich, wir dürfen es machen. Heißt natürlich jetzt für uns, wir haben noch 9 Tage Zeit. Also 8,5. Ja, für die Layout-Gestaltung des Flyers, für die Eintrittskarten. Und das heißt Layout bei Daniel in Venezuela. In Venezuela, dann kriegt der Peter von Froster einen kleinen Anruf, dass er die Eintrittskarten fertig macht. Der wird sich freuen, genau. Dann die VIP-Einladung müssen wir rausschicken. Das macht der Moser in Österreich, der sozusagen jetzt das Formularsystem öffnet. Also mit dem heutigen Tage beschäftigen wir wieder die halbe Welt. Aber das ist das, was wir wollten. Und das, was wir euch vorher schon vorgestellt haben, ist jetzt in Kraft getreten. Das heißt, 250 Autos, 250 Beifahrer, minus Personal natürlich, 2x 500 Besucher. Und ja, jetzt geht's los. Ab die Post und wir haben zu tun.
Wir haben ja den ganzen Straßenzug sperren lassen. Das heißt, auch die der Regionalverkehr muss umgeleitet werden. Deswegen haben wir jetzt hier eine provisorische Haltestelle. Aus verkehrsrechtlichen und versicherungsrechtlichen Gründen müssen wir das 4 Tage vorher ankündigen, die ganze Geschichte. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt erledigt mit den Parkverbotsschildern, mit der Umsetzung der Haltestelle. Kann es eigentlich losgehen, nicht? Am Freitag richten wir dann die komplette Umleitung ein. Ja. Das aber dann eben später. Ciao. Jetzt hat sich Toni kurzfristig von Gap Performance bei uns angekündigt und der hat ja die Turbofans damals schon bei der RBB2 von uns gebaut und jetzt hat er das vor mit Artemis und ja, da will er uns ein, zwei Sachen zeigen und bis zum Chaos & Coffee in ein paar Tagen dann die Dinger produzieren. Mal schauen. So, das ist der Toni von Gap Performance und der hat jetzt sozusagen 1, 2, 3, 4, 5 Musterstücke mit und mein persönlicher Favorit ist das Teil hier und ja, jetzt ist halt noch die Überlegung, so ein ähnlicher welcher war beim Apple, der oder Toni? Genau. Und aber ich hätte es gern schon geschlossen, also wir hatten ja schon mal welche von Mücke damals, die Vollcarbon, aber ja, wie schon gesagt, hätten wir halt für das Chaos & Coffee gern noch irgendwas zum Zeigen und jetzt müssen wir halt uns halt irgendwie finden, wohin der Weg gehen könnte und ja, es wird wohl hier enden. Schönen guten Tag, wir sind hier in der Zentrale des hirngebundenen Irrealismus. Und zwar fragt ihr euch ja immer, wie es zu irgendwelchen Geschichten kommt, die wir tagtäglich erleben. Und jetzt nehme ich euch live mit zu einer Geschichte. Ein uns sehr, sehr naheliegender Freund dachte sich, du, Andi, Schlüssel vergessen. Andi gesagt, du, gar kein Problem, ich gebe dir meinen. Ja, ich muss aber morgen früh, was heute früh wäre, mal zeitig in der Halle, leg mir bitte den Schlüssel draußen hin unter die Mülleimer. Ja, gut, mache ich. Also ich muss dringend früh in die Halle, ja, weil mehrere Termine heute 9 Uhr warteten. Ja, so. Der Wärter sagte, du, Mülleimer oder Mülltonne ist mir ein bisschen zu suspekt. Ich tue sie mal hier unter diesen Kegel an die. Also man muss zu seiner Verteidigung sagen, in Anführungsstrichen. Es ist ja nachts dunkel wie die Sau. Aber er dachte sich, du, ist da in der Nähe von der Tür, brauchst nicht lange suchen. Hier drunter. Andi, lege ich dir drunter. Nun passiert Folgendes. Herzlich willkommen in unserer Welt. Jetzt hat natürlich dieses, ich sage jetzt mal, Rindvieh, ja, den Schlüssel von unserem Lager, von unserer Garage vorne, von dem gesamten Gebäude mit allen Alarmanlagenschlüssel, alles liegt jetzt natürlich hier unten in der Zisterne. Ja? Die Zisterne ist 50 Quadratmeter groß? Ja, 50 Quadratmeter. Baujahr, ich sage jetzt mal irgendwas im Jahre zwischen 1720 und 1840. Also hat und unsere Mädels haben schon empfohlen, wo ich dann vor. Ja, warte mal. Also hat ja auch schon der ein oder andere Feldherr sein Wasser hier rausgeholt. Mach doch jetzt mal den Deckel. Nun haben unsere Mädels mit ihren teuer bezahlten Fingernägeln hier unten natürlich versucht mal reinzuklettern. Also ich sag mal so, hier kannst du nicht mal einen Totgeweihten reinschicken. Aber unser Kumpel, der Herr Sebastian Bayer. Ja, aber wir nennen keinen Namen. Nee, der ist von der Redaktion geändert. Der ist eigentlich Bayer Sebastian. Muss heute Nachmittag hier unten reinsteigen, um natürlich den Schlüssel rauszuholen. Und jetzt nehmen wir euch natürlich dabei dann auch mit der Kamera live mit. Aber jetzt machen wir erstmal den normalen Tagesablauf. Ja, jetzt Tagesablauf machen wir erstmal, versuchen den normalen Tagesablauf abzuhalten. Und wir holen jetzt direkt, jetzt ist es hier 11.04 Uhr, wirklich 2 Stunden und 4 Minuten wieder auf. Wir versuchen es zumindest. Das wird uns zwar nicht gelingen, aber na gut, haben wir ein bisschen Stress. So, jetzt haben wir natürlich, wie ich sagte, ein bisschen Stress. Alles, was wir jetzt, wofür wir 2,5 Stunden Zeit gehabt hätten, machen wir jetzt in einer halben Stunde. Sprich, unser Toilettenwagen wird angeliefert, die Übergabe mit der Stadt ist und dann holen wir noch unsere Klamotten. Ja, drei Dinge innerhalb von einer halben Stunde. Wird sportlich, schaffen wir nie. Naja, aber deswegen los jetzt. Deswegen müssen wir jetzt losmachen. Stopp!
würde man muss sagen, angekommen auf dem Veranstaltungsgelände, das wir dort haben. Ja, okay, und der Ansprechpartner vom Bauern Freital. Ja, okay. Das musst du sagen. Okay, mach ich. Und ja. Der hatte Schüsselübergabe, ja. Platzübergabe. Ja. Und Toilettenwagen habt ihr schon gesehen. Ja. Der ist ja parallel schon gekommen. Also der war vor uns fast schon da. Mach ich, ja. Und, ja. Na, und dann geht's weiter zu den Klamotten. Herzlich willkommen in Freiberg, das ist der Frank. Dem, was wir natürlich jetzt haben, das sind natürlich etwaige Kleinwagen und Zuganhänger. Ja? Hier noch auf dem Platz stehen, sind wir jetzt gerade dabei mit einer kleinen Halterermittlung. Die stehen schon seit Wochen und das ist das genauso auch wie der Wohnwagen da. Also die stehen schon seit Wochen, ja. Ebenfalls dieser Wohnanhänger da drüben, sind wir jetzt gerade dabei mit einer Halterermittlung rauszufinden, wem das ist, dass die bis morgen uns geht ihre Bude... Lass mich doch mal ausreden, das geht kannst du doch gar nicht folgen. Dort vorne geht es auch weiter. Stadtboden, Stadtbode, Lieferwagen, die einfach hier rumlaufen. Alles, hier haben wir alles. Hier, Reisebüro Unger, machen wir gleich noch ein bisschen Werbung dafür. Die stehen auch noch hier. Nein, die sind, wirst du sehen, die sind weg. Sonntag weg. Reisebüro Unger, die haben... Ja, kennst du hier, die Ria. Na gut, dann machen wir die. Natürlich, viel zu spät. Jetzt aber bei der Firma Ecocentric. Hier machen wir unsere Klamotten, eigentlich schon jahrelang. Nachhaltig, weil... Bio-Baumwolle. Ja? Bio. Das heißt, wenn euch das T-Shirt dann nicht mehr passt, einfach auf den Kompost und dann verrottet das Ding. Habt ihr wenigstens noch ein bisschen Blumenerde. Gehen wir jetzt mal rein, unsere Klamotterie holen, wie gesagt, und los geht die wieder fort. Also, wir nehmen jetzt jeden Karton nochmal in der Hand, weil wir ja nie ins Unternehmen rein dürfen. Aufgrund der aktuellen herrschenden Situation gibt es jetzt unsere Ware aus dem Fenster ins Auto. So, pass auf, neues Update. Unser Kumpel der Matze hat sich jetzt eine Pumpe besorgt, die zeigen wir euch gleich. Wir brauchen den Schlüssel jetzt. Also wir können nicht mehr auf diesen Sebastian Bayer warten. Name von der Redaktion natürlich geändert. Es muss jetzt irgendeiner unten reinsteigen. Ich weiß, dass ich das sein werde. Wir brauchen jetzt diesen Schlüssel. Wir gehen jetzt gleich mal hin und dann heißt es für mich ab in den Untergrund von Freital. Crime. Wie viel Liter hast du jetzt raus? Ja, so 4.000 bis 8.000 Liter müssen das jetzt sein, die raus sind. Ja. Siehst du was? Ja. Schwimmert schon leicht unten. Ja. Na ja, gut, dann werfen wir mal. Was, müssen wir wirklich rein jetzt, oder? Ja, du musst ja, du brauchst ja deinen Schlüssel. Siehst du was, Matze? Also macht Sinn, oder? Also, naja, ich sag mal so, es ist ungefähr jetzt hier das Wasser. Also man könnte jetzt langsam reinsteigen und den rausholen. Muss irgendwo hier hinten in dem Bereich sein, weil da ist das Loch, da ist er reingefallen. Und du willst das nicht machen? Nee. Das kannst du machen. Na, wie willst du machen? An einen Stock dran und dann versuchen, bis hinter zu kommen, oder was? Ja, ich hab schon mit dem Rechen hier probiert, aber ich hab ihn nie gefunden. Na, lass mal rein. Ja, gut, ja, machen wir. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ich jetzt hier unten reinsteigen darf. Vor allem bei diesem ekelhaften Biest da drin, ohne Kopf. Sag es bitte unserem Publikum, dass da wahrhaftig eine Ratte ohne Kopf schwimmt. Genau dort, wo du gleich reintauchst. Vor allen Dingen treibt ihr auch schön Richtung Leiter. Machst du jetzt einen richtigen schönen Diver? Ekelhaft. 100 Pro, wenn du jetzt hier einen Körper reinmachst, bringt das 1000 Views mehr. Und 2 Likes. Na gut, dann kannst du machen. Lasst bitte einen Kommentar da. Ich lauf wirklich unten. Bayer, du bist der letzte. Du bist der letzte Kunde. Du bist schüttelst richtig unten drin. Kannst du dir vorstellen, wie das schnitzt? Wirklich. Dieses Scheißding unten drin. Quatsch, siehst du es oder siehst du es nicht? Ich fisch ja schon die ganze Zeit. Und dank Liquid Elements, das ist wirklich so, hat uns ja für die Firma hier der Sebastian gut ausgestattet mit Desinfektionsmittel. Können wir jetzt meinen Schlüssel erstmal ordentlich säubern und dann müssen wir eh sehen, was mit der Elektronik ist und so weiter und so fort. Aber Gott sei Dank geht jetzt unser Tag erstmal normal weiter. So, wieder auf dem Ort des Geschehens. Die Scherenbühnen sind gerade da, um unsere große XS-Flagge das erste Mal übrigens in Freital zu hissen. Wo alles losging. Und das ist wirklich, also die Fahne ist ja für uns was Besonderes. Geht ja überall mit hin. Und jetzt steht sie in der ehemaligen DDR, in der Geburtsstätte in Freital. In meiner Geiler. Geburtsstadt. Ja, ich bin nicht. Nee, du bist ja auch der Landeshauptstadt. So, und heute früh noch drüber gesprochen, jetzt seht ihr,
hat das Ordnungsamt gute Arbeit geleistet in Freital und jetzt alle möglichen, außer der Wohnwagen, der ist noch da, aber theoretisch alle, die hier Dauerparken, jetzt bestellt und jetzt wird hier alles endlich weggeholt, damit wir genug Platz haben. So, damit uns bis Sonntag hier keiner mehr richtig auf den Sack geht, machen wir jetzt schon mal ein bisschen hier eine kleine Vorarbeit und flattern uns den Parkplatz ab. Kommt mal mit. Burned to the ground, we rose from ashes, flying high together. Jetzt seht ihr, wie ernst wir das meinen, und wir haben ja immer noch 2-3 Kandidaten, gerade der Wohnwagen, der geht dann als nächstes mit weg, dass ihr seht, wie ernst ein freies Feld uns hier ist für euch. In der Zwischenzeit, wo jetzt die Schermbühnen gekommen sind, hat uns eigentlich versucht, DHL zu beliefern. Jetzt haben wir den Fahrer schnell noch abgefangen und das sind unsere Duft, unsere VR One Duft. Von unsere VR One Duft drin. Die können wir direkt gleich mal machen. Machen wir gleich mal direkt auf. Ich würde sagen, der spezielle Duft, den haben wir selber weder gesehen noch gerochen und ihr seid sozusagen jetzt live dabei. Jetzt auch fruchtig. Sag nichts Falsches. Warte. Also es ist wirklich nichts gestellt. Nee, eigentlich ist es... Es riecht noch Marzipan. Eigentlich müsste es... Ja. Es müsste... Warte, jetzt muss ich überlegen. Es müsste Mango vorneweg sein. Dann muss ein Hauch von Vanille dich begleiten. Ja, okay. Und Abgang müsste eine Wildkirsche sein. So ist da. Na gut, Wildkirsche rieche ich jetzt nicht raus, aber... Aber die rieche ich voll. Ja, ist ja egal. Also probiert es selber aus. Zeig mal das Etikett noch. Das hauen wir jetzt mit raus beim Carson Coffee und dann, wenn was übrig bleibt, noch bei uns im Shop. Also im Laden gibt es das sowieso, im Laden gibt es sowieso fast alles, was theoretisch ausverkauft war. Und dieser Duft, der geht jetzt sozusagen am Sonntag mit unter die Leute. For free. Also Sonntag keine, wie viele Stunden Marco haben wir noch? Keine, du bist so dunkel. Keine, bis morgen, nicht mehr viel Zeit. Wir haben hier Timo und den Steve von Fantischnee. Motorsport, die auch einen Autosport, ist das gleiche. Ja. Also Motorsport, die auch einen eigenen Podcast haben. Da haben wir so gedacht, wir haben ja nicht viel Zeit und schieben uns noch schnell hier den Wildstrick rein. Nein, die Jungs haben sich sozusagen für morgen eingeladen und haben halt drum gebeten, ob wir nicht vorab noch. Ja, haben sie wirklich. Ja, vor Vormittags, ja, wirklich. Und haben sozusagen sich noch schnell eingeladen. Wir machen jetzt noch schnell eine Stunde den Podcast, obwohl dafür eigentlich gar nicht so viel Zeit ist und versuchen dann parallel noch ein bisschen was zu zeigen, was halt noch so passiert. Gerade Aufbau, Sortierung, Trass, Deko, das geht immer alles los. Aber ansonsten, wie ihr seht, das wird es bei uns nie geben, eine perfekte Vorbereitung. Bei uns wird nur das Handy auf den Tisch geknallt, die 2 Mikrofone und dann geht's los. Also, wir sind gespannt und die 2 Jungs jetzt hier auch. Dann geht's los. So, wie es eben jetzt so ist, das ist live, keine 10 Stunden mehr Zeit und jetzt geht unsere Hauptanlage, also unsere Verteilerwoofer mit hoch und mitten nicht mehr. Was meistens ein Problem ist, dass es irgendwo drin, was hast du gesagt, korridiert oder wie heißt es? Ja. Ja, ist und jetzt müssen wir Mats erreichen, der ist eigentlich gar nicht mehr da und hoffen, dass der zurückkommt und uns das Ding irgendwie wieder zurechtlötet. Jetzt ist Mats nochmal schnell hergekommen, der sonst immer unsere Sachen da lasert. Und setzt jetzt die Lötpunkte. Oder Matze, was machst du jetzt hier? Also er versucht jetzt hier das, was irgendwie scheinbar nicht mehr einen Ton rausbringt. Mit seinem Fachwerkzeug an seinem Fachtisch, sitzend auf seinem Fachstuhl. Quasi das zu reparieren hier. Also das hier, das kleine, nicht der orangene Schwamm, sondern das ist sozusagen das Innenleben unseres Woofers. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir das jetzt bis morgen noch hinbekommen und dass das Ding dann läuft. So, jetzt haben wir den ersten Bus oder den zweiten fast schon gepackt und jetzt sind auch schon die ersten Banausen da. Und jetzt fahren wir nochmal zu Carstyle, gucken, was der Audi macht und später kommen dann noch ganz paar Leute zum Grillen, da halten wir euch nochmal auf dem Laufen. Jetzt sagt erstmal der Bär. Was? Nichts. Nichts. So, und jetzt ist es, wie es ist, auf dem Weg zu Carstyle sind schon die ersten Gäste, die heute Abend eventuell der Markus Hinterberger schon mit seinem Sohnemann schon seit 20 Jahren am Start. Und sein Kollege da vorne mit dem anderen Porsche. 18 Uhr grillen wir heute Abend. Wenn du dir eine Wurst mitbringst, der Grill ist an, los auf den Grill hauen, sind alle bei uns an der Fläche. Alles Aber klar. Ihr könnt schon mal hochfahren, sind die Kollegen da. Ich
später. Bis dann. Ciao. Und jetzt auf dem Weg zu Carstyle mit meinen zwei Bimmels und Bommels hier. Die dürfen die frisch lackierten C-Säulenteile nicht irgendwo zerbersten. Deswegen nicht mehr. Ist ja nicht mehr. Deswegen ist ja volle Konzentration, dass die Dinger heil bei Carstyle gleich ankommen. Ja. Team Carstyle und Kennzeichen dran. Und jetzt werden wir hier schnell schauen, dass wir das Fahrzeug noch schnell komplett bekommen. Obwohl der Micha das schon, wie ich sehe, schon vollendet hat. Gegen jegliche Absprache. Oh, jetzt gibt's Ärger. Nee, also Auto fast fertig. Und jetzt gibt's nur noch die Sitze rein, ein paar Feinheiten noch. Und dann geht's erst mal auf die Straße. Michi setzt jetzt noch schnell das Lenkrad rein. Macht den letzten Sitz noch passend. Und die Jungs helfen tatkräftig mit, wie ihr seht. Und ja, ein bisschen über die Scheibe müssen wir noch mal drüber, da hat hier sich irgendjemand kurz verewigt. Und ein bisschen Finish, dass die Karre wenigstens für morgen fürs Carson Coffee gut aussteht. So. Der Moment, den ich in mehr als 20 Jahren immer wieder genieße. Der erste Startmoment mit funktionierendem Kombi-Instrument. Und die allererste Fahrt. Danke an alle, das kann ich jetzt immer, ich habe es vorhin schon ein paar Mal gesagt hier. Danke an alle, die hier Stange gehalten haben. Meine Stange und diese Stange. Und jetzt geht's schnell in die Halle. Und morgen dann das erste Mal in die Öffentlichkeit. So, und jetzt das erste Mal beide nebeneinander. Der Frankie und seine Gang, die werden uns da alle nacheinander eintrudeln. Seichenbacher! Die mag das nicht. Die mag das nicht. Das sind Regentropfen auf dem Frankie sein. Und ha, jetzt ist genau das passiert. Und da unten seht ihr eigentlich für morgen den DJ-Pult, den wollte ich jetzt noch mit Graffiti, oder mit Dosen, mit einem leichten Graffiti-Style. Das kriegen wir aber hin, das kriegen wir hin. Ich mach schnell mit dem Lappen. Also unser Grillabend, Frankie, ist dann nach ungefähr 50 Mann, die gleich kommen. Kommen die? Ja, wirklich. Ja? Das wird spektakulär. Also wie? Also ihr läuft rein, oder? Ihr läuft rein, oder was? Durch die geschlossene Tür, so einen Regen, vor allen Dingen. Wegen der Tüte, oder? Oh, Alter! Wenn's läuft, dann läuft's. Im wahrsten Sinne des Wortes. Frankie, so ist unsere. Du bist nur keine zwei Stunden da und weißt, wie unser Tag jeden Tag ist hier. Herzlich willkommen in Dresden. Wollen wir mal Volleyball spielen gehen? Nee. Meine Schule ist aber ruhig. So, jetzt nutzen wir die kurze Regenpause, um unsere Platte, da hinten kommen jetzt die nächsten Gäste. Das verschiebt sich jetzt natürlich alles. Ob wir jetzt überhaupt noch grillen, das werden wir gleich sehen. Jetzt wollen wir hier, wie gesagt, noch ein bisschen den Krüger seinen Arbeitsplatz für morgen noch ein bisschen herrichten, dass das alles ein bisschen schön aussieht. Und das Ding kommt oben aus dem Pickup. Und ja, jetzt müssen wir hoffen, dass wir irgendwie noch den Grill ankriegen und die Leute um den Frankie drumherum hier noch einen schönen Abend mit uns haben. Da es draußen wieder nass ist und jetzt alle hier schön mit stehen, machen wir es jetzt bei uns in der Paintballhalle und gucken mal, ob das irgendwie noch was wird. So. Und da... Hier rein, ja, ne? Wir wird wirklich keine Ahnung haben, laut diesem Herrn. Alter, macht der es jetzt selber und kreiert nee, das genau. Es. Katastrophal. So,
So, Sonntag, 28. Juni und wir haben es 6.17 Uhr, wir treffen uns 6.30 Uhr. Ich werde, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben überpünktlich sein und nicht der letzte. Und Wetter im Moment sehr gut, aber ab 11, 12 Uhr Unwettergefahr, das gleiche wie gestern. Starkregen, Gewitter und Windböen bis zu 50, 60 km/h, was bedeutet, dass unsere Flagge höchstwahrscheinlich den Tag heute nicht überstehen wird. Also wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wenn die noch einmal nass wird und einmal dreckig wird, ist es dann wirklich vorbei. Und wir müssen die dann halt runterziehen. Also sobald es akut wird mit dem Wind, ist die halt unten. Und ja, jetzt werden wir erstmal sehen, wer jetzt alles da ist. Noch schuldig. Das ist der Toni von Gap, der macht jetzt endlich die Turbofans dran und dann ist das Ding hier heute komplett rund. We'll be right back.